Hey Leute, jetzt geht's weiter. Es tut mir echt leid beim PC. Mein Computer ist abgestürzt. Das war schon das zweite Mal jetzt seit dem neuen 20H2 Update. Natürlich habe ich versucht, was dagegen zu unternehmen. Ich habe einfach mal nachgesehen, hat er vielleicht irgendwelche neuen Updates? Und tatsächlich, es gab ein optionales Update, Leute, ein Treiber-Update. Und da hieß es, wenn du Probleme mit dem neuen Update hast, dann lade dir diesen Treiber runter. Leute, falls ihr auch Probleme mit dem neuen 20H2 Update habt, ladet euch diesen Treiber runter. Ich habe das vor 2 Tagen getan, also die Aufnahme ist 2 Tage her. Und seitdem ist der PC nicht einmal mehr abgestürzt. Toi, 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 wollen wir hoffen, dass es wirklich daran lag. Außerdem habe ich jetzt heute eine neue OBS-Version, die ich gerade eben vor 2 Minuten installiert habe, denn die ist gerade eben, wurde mir angedeutet, ja, es gibt eine neue OBS-Version. Vielleicht ist das auch ein bisschen besser dann, dass der PC, dass es besser läuft und der PC auch tatsächlich, also es ist tatsächlich auch Performance-Fixes wurden gemacht. Direkte als auch indirekte, zum Beispiel wurden die Frameworks aktualisiert, um die neuesten Performance-Verbesserungen zu bekommen. Oh. Und ja, wollen wir doch mal hoffen, dass es jetzt einfach wieder ein bisschen besser läuft und nicht abstürzt. So. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, wo ich beim letzten Mal war. Ich glaube, ich wollte hier den Brunnen bauen. Bin hier rausgerannt. Und dann ist es abgestürzt. Ich habe allerdings keine Ahnung. Ja, natürlich, ich bin sofort wieder online gegangen, Leute. Und das war gut so, denn offenbar war ich noch auf dem Server, denn es waren hier Phantome da. Und mir haben ein paar Herzen gefehlt. Offenbar wurde ich genau während des Angriffs dann vom Server ausgeloggt, abgemeldet. Die Aufnahme ist natürlich gespeichert, das heißt, es fehlen vielleicht die letzten paar Sekunden. Naja. Ich mache jetzt einfach hier weiter, Leute, einfach weil ich mitten in der Aufnahme unterbrochen wurde. Es waren auch nur 4 Folgen. Eigentlich wollte ich 6 Folgen aufnehmen, aber es waren nur 4. Wir machen jetzt einfach weiter, eine ganze Aufnahme einfach weiter hier. Ja, also wir bauen jetzt das hier. Und ich wollte nachsehen, Leute. Und ich hoffe, der PC stürzt jetzt nicht wieder ab. Ich drücke jetzt die Windows-Taste. Es scheint zu funktionieren, Leute. Beim letzten Mal ist er nämlich genau dann abgestürzt, als ich die Windows-Taste gedrückt hatte. Das war das zweite Mal. Das erste Mal ist er abgestürzt, als ich... Ich höre was. Oh. Hi. Schleimbälle. Oh, die sind teuer. Rang... Ja, nein. Hellgrauer, nein. Grauer, nein. Roter Sand. Roten, Blaueisen, aber roten Sand, den würde ich mir tatsächlich überlegen, Leute. Mann, ich wünschte, der hätte auch mal andere Angebote. Nicht immer Einkaufsangebote, sondern auch Verkaufsangebote. Der hat irgendwie nur Einkaufsangebote. Das finde ich blöd. Naja. Ich hoffe, du bist später noch da. Wenn ich das nächste Mal nach Hause gehe, hole ich mir. Oh, habe ich Smaragde hier? Nein. Wenn ich das nächste Mal nach Hause gehe, hole ich mir Smaragde und dann kaufen wir uns hier den roten Sand. Den Farbstoff nicht, den können wir ja normalerweise gut herstellen. Kranken erst recht nicht. Blaueis würde ich auch nicht kaufen. Aber Schleimbälle, Naja, mal überlegen. So. Ah, ich wollte ja eigentlich nachsehen wegen Treppen. Im Minecraft-Wiki. Welche Treppen? Also es gibt die bemooste Steinziegeltreppe. Gibt es die rissige? Nein, es gibt leider nicht. Aber eine bemooste gibt es. Okay, dann machen wir das mit bemoost, Leute. Und zwar folgendermaßen, das ist ja ein Brunnen, da gab es Wasser. Deswegen machen wir normalen Steinziegel mit einer Wahrscheinlichkeit. Mit der normalen Wahrscheinlichkeit und bemoosten Steinziegel mit der doppelten Wahrscheinlichkeit. Haben wir einen angefangenen? Nein. Geht denn das hier so direkt? Nein. Das heißt, ich muss mir aus bemoostem wahrscheinlich welchen herstellen. Dann machen wir jetzt erstmal Stein. Den nehme ich auch mit. Und einen ganzen Stapel Ranken. So, wir machen uns jetzt erstmal
Steinziegel. Dann machen wir uns bemoosten Steinziegel. Und dann brauche ich das hier, denn dann machen wir uns jetzt bemooste Steinziegeltreppen. Ja, das sollte reichen für den Anfang. Halsknochen kommen ja auch da rein. Genau, sieh dir den Friedhof nur gut an. So, also Leute. Also, mal sehen. Also dann haben wir... Mal sehen. Die 1 ist der normale. 1, 2, 3, 4, 5... 5 bemooste kommen. 2, 3, 4, 5. Und dann kommt jetzt einer davon. Und dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 3 bemooste. 1, 2, 3 und dann einen normalen. 1 und dann, also jetzt im gleichen Wechsel. Das heißt, wieder einmal bemoost und dann wieder normal. So, und jetzt hätte ich hier gerne ich hoffe, das funktioniert so. Ich muss jetzt erstmal wissen, wer, was das nächste ist. Ein Bemooster. Dann ein normaler. Der müsste jetzt so. Genau. Und dann ein normaler. Dann ein Bemooster. Boah, das sieht doch geil aus, Leute, oder? So, und das gleiche jetzt nochmal nach oben. Das heißt, ich brauche jetzt hier erstmal irgendwas, um es drauf zu tun. So, okay, das nächste ist ein Bemooster. Den machen wir einfach so hin. Ich brauche jetzt hier erstmal irgendwie 4. So. Also den haben wir so. Das heißt, der nächste muss so hin. Und der nächste ist ein Bemooster. Dann kommt ein Bemooster. Und dann ein normaler. So. So, Leute, das ist der Springbrunnen. Da ist natürlich kein Wasser mehr drin. Aber so sieht der aus. Sieht doch geil aus, oder? Boah, er gefällt mir. Er gefällt mir, Leute. Aber mit Rissigen wäre es halt noch geiler. Dann hätte ich nämlich Bemooste die Normalen mit normaler Wahrscheinlichkeit, die Rissigen mit doppelter und die Bemoosten mit dann nochmal mit doppelter. Also noch, nicht doppelter, sondern nochmal eins mehr. Das heißt, die hätten hier eine Wahrscheinlichkeit von 1 gehabt, die von 3 und die Rissigen von 2. Das wäre so geil gewesen, Leute. Aber sieht trotzdem gut aus. Hier total alles bemoost, hier ein bisschen weniger bemoost. Hier, da eher bemoost, da auch und dann da. Dann sieht man hier rein und hier ist auch hier eher weniger bemoost, da dann wieder mehr. Oh, das sieht geil aus, Leute. Es gefällt mir. So, Kies. Denn jetzt brauchen wir... Ich mache da auch einfach nur 2 drumrum. Boah, das sieht geil aus, Leute. Ich mache da auch Fackeln dran. Oder, nein, Laternen kommen da. Ah, er trinkt. Oh, und wir haben nicht geschlafen. Das heißt, eines der Lamas ist frei. Aber welches? Ich glaube, das hier ist frei. Nein, irgendwie sieht es aus, als wären die Lamas aneinander gebunden. Nein, das ist frei.
Das holen wir uns jetzt, Leute. Komm schon, verlieb dich in mich. Sei mir zugetan. Na komm schon. Das ist jetzt gerade nicht ganz gut. Ich weiß nicht mal, ob er sich jetzt verliebt hat oder nicht. Aber es hat mich noch immer nicht runtergeworfen. Ich glaube, es gehört jetzt uns, Leute. Wir bleiben einfach mal ein bisschen hier drauf. Okay, bevor die Phantomhäute despawnen. Ich glaube, es gehört jetzt uns. Vorne ist noch was. Okay. Der Kies kommt mal da rein. Gras auch. Das kommt da rein. Du gehörst jetzt uns. Also komm mit. Ich kann ihn hier nirgendwo dran machen. Ich bräuchte einen Zaun. Oh, wunderbar. Ich habe einen Zaun. So, was ich jetzt machen wollte, Leute, das wären Laternen. Ah, die halbe Nacht ist um. Laternen. Dafür muss ich jetzt, so wie es aussieht, nach Hause gehen. Ich würde nämlich gerne Laternen oder eine Laterne hier im Brunnen haben. Und zwar hier haben wir Licht. Ich glaube, die würde ich einfach hier herstellen oder so. Oder da. Ach, keine Ahnung. Ihr versucht darüber zu kommen, aber es funktioniert nicht. Naja, gehen wir nach Hause. Oh, verdammt. Das könnte ein kleines Abenteuer werden, nach Hause zu kommen. So. Rechts ist ein Creeper. Links ist ein Zombie. Rechts ist ein Skelett. Links ist auch nochmal ein Skelett. Da ist ein Tintenfisch. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Erstmal aufräumen. Das kommt runter, das Phantom hat, glaube ich, nicht, oder? Doch, müsste eigentlich auch runter. Ja, kommt auch runter. Wir haben einen Pfeil zu viel.
Oh, wisst ihr was? Es ist gerade Nacht. Wir gehen mal schlafen. Ich hoffe, es funktioniert. Nein, es ist ein Monster in der Nähe. Schade. Dann machen wir das später. So, was brauche ich? Ich brauche Laternen. Habe ich hier Laternen? Ja, 6 Stück. Das ist mir aber nicht genug. Ich habe aber Eisenbarren und ich habe eine Fackel. Habe ich hier zufällig auch Eisen? Nein, die habe ich dann wahrscheinlich runtergetan. Okay. Also, Laternen. Für Grabsteine muss ich mir noch was überlegen. Notfalls gehe ich halt wieder so hin. Das ist doch gemeißelt, oder? Nein, glatter. Ja, vielleicht nehme ich sogar den glatten mit. Ich nehme den einfach mal mit. Ich könnte mir eigentlich glatten machen. Egal, ich nehme den. Ich lasse den hier und ich nehme. Mach mir mal den glatten. Wenn ich ihn brauche. Ich habe ja einen Ofen vorne. Holz hätte ich gerne. So, ich habe hier Birke, Schwarzeiche, Fichte, Trope, Akazie, Eiche. Eiche, Akazie, das ist nochmal Eiche, wisst ihr was? So. Ja. Da habe ich gar nichts mehr. Das heißt, ich habe jetzt Eiche und Akazie, könnte ich nachmachen. Tropen und Schwarzeichenholzbretter nicht. Und Fichten nicht. Ja, dann muss ich notfalls halt in die Försterei. So, das kommt jetzt mal nach vorne. In die Truhe. Das hole ich mir nur bei Bedarf. Ansonsten bleibt es da erstmal drin. So, dann. Grobe Erde habe ich vorne. Was brauche ich noch? Smaragde wollte ich mitnehmen. Ja, wir haben mal wieder ein paar.